Hallo da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Special-Video des Orange and Black HTML Crash-Kurses. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Dieses Mal geht es um Klassen, sogenannte Klassen, und was man mit ihnen erreichen kann. Wir haben nämlich einige Anfragen bekommen, wie etwas funktioniert, etwas, was man eben nur mit Klassen regeln kann. Und zwar habe ich jetzt hier schon mal die Seite offen, so wie sie, wenn wir fertig sind, aussehen wird. Also quasi unser Ziel. Großartig hat sich jetzt hier nichts verändert, aber hier in der Sidebar sehen wir, dass noch ein zweites Bild hinzugekommen ist, was sich grundsätzlich nicht von diesem hier unterscheidet, abgesehen von seiner Größe. Die Größe des Bildes, wie groß es angezeigt wird, ist ja im Moment in der CSS-Datei festgelegt. Das können wir uns jetzt ja mal angucken gehen, dafür öffnen wir Scriptly und gehen dann hier auf die style.css. Hier sehen wir, haben wir Aside, also unsere Sidebar, und dann das Bild. Und hier sind jetzt die Eigenschaften für die Bilder festgelegt. Das Problem an der Sache ist, das hier regelt die Eigenschaften von allen Bildern in der Sidebar. Das heißt, alle Bilder, die da drin sind, werden 100 Pixel breit und 100 Pixel hoch sein. Das Problem ist jetzt, dann würden ja diese beiden Bilder hier absolut identisch aussehen. Aber wir wollen ja, dass das untere Bild hier wesentlich kleiner dargestellt wird als das obere. Und genau dafür brauchen wir jetzt Klassen. Grundsätzlich könnte man sagen, dass wir also das zweite Bild hier und auch das erste Bild natürlich jeweils in unterschiedliche Klassen einordnen und dann diesen Klassen wiederum Eigenschaften geben. Das ist allerdings wesentlich besser zu zeigen, wenn man es macht und es so zeigt. Als erstes müssen wir das hier alles rauslöschen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber jetzt bekommen alle unsere Bilder in der Sidebar Klassen zugeordnet. Das löschen wir also raus und können das auch gleich speichern. Dann gehen wir jetzt hier in die index.html und suchen uns da jetzt also erst einmal die Sidebar raus. Die haben wir hier, Aside. Und hier haben wir den Image-Tag. Das hier ist alles der Image-Tag. Und den kopiere ich mir jetzt mal, um den dann hier nochmal einzufügen. Nur damit wir zwei Bilder insgesamt haben und das dann daran verdeutlichen können. Und jetzt müssen wir wieder ein sogenanntes Attribut hinzufügen. Wir haben hier also unseren ersten Image-Tag. Hier ist halt noch die Quelle angegeben als erstes Attribut und auch eine Alternative als Attribut angegeben und jetzt geben wir hier noch die Class als nächstes Attribut ein und dann ist gleich und dann jeweils in Anführungsstrichen, wie die Klasse denn heißen soll. Das obere soll ja größer sein als das untere und deshalb nennen wir das jetzt einfach mal der Einfachheit halber großes Bild. Ist ja irgendwo logisch. Ihr könnt das natürlich nennen, wie ihr wollt. Und hier unten setzen wir es in die Klasse kleines Bild. Und jetzt, wo wir das getan haben, können wir speichern und müssen jetzt diesen Klassen wiederum Eigenschaften zuordnen. Und dafür gehen wir in die style.css. Und hier können wir jetzt im Grunde genommen diesen Klassen Eigenschaften geben. Und Klassen unterscheiden sich von dem ganzen anderen Zeug, was in einer CSS-Datei ist, dadurch, dass sie mit einem Punkt beginnen. Also normalerweise haben wir hier zum Beispiel Aside und dann P zum Beispiel. Aber hier würden wir jetzt mit einem Punkt beginnen und dann zum Beispiel großes Bild. Das ist hier jetzt auch so schön blau dargestellt. Dann wie immer die geschwungenen Klammern auf, aber das kennt ihr ja. Und hier kommen jetzt unsere Eigenschaften für das große Bild rein. Und wenn wir jetzt noch mehr Bilder hätten, die der Klasse großes Bild zugeordnet sind, würden alle diese Bilder, egal ob sie jetzt in der Sidebar sitzen oder irgendwo anders auf der Seite, genau diese Eigenschaften bekommen. So kann man also nochmal mehr spezifizieren, das auf eine sehr einfache Art und Weise, was wie aussehen soll. Das geht natürlich auch nicht nur mit Bildern, sondern auch mit allem anderen. Dann, um jetzt dem kleinen Bild auch noch Eigenschaften zuzuordnen, machen wir wieder einen Punkt und wer kann sich's denken? Kleines Bild. Dann die geschwungenen Klammern wieder auf. Und hier kopiere ich jetzt schnell die Eigenschaften rein, die das kleine Bild haben soll. Und wir sehen, die Breite und die Höhe haben sich hier jetzt halbiert. Hier oben haben wir Breite und Höhe jeweils 100 Pixel und hier nur 50 Pixel. Das heißt, das kleine Bild
Und alle anderen Bilder, die der Klasse Kleines Bild zugeordnet werden, haben nur eine Breite und eine Höhe von 50 Pixeln. Mit Steuerung und S speichern wir das jetzt. Und wir können auch schon wieder in unseren Browser wechseln und hier auf unsere Seite, die wir gerade bearbeitet haben, und drücken jetzt hier F5. Und wir sehen jetzt, das hat alles genau so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben jetzt hier das große Bild und hier das kleine Bild. Etwas vielleicht noch, um die Sache mehr zu verdeutlichen. Wir wechseln jetzt mal auf die News-Seite und sehen jetzt, dass hier im Grunde genommen alles nicht so toll aussieht. Einfach weil wir die ja noch nicht abgeändert haben. In der News-Seite müssen wir jetzt ebenfalls die Bilder den Klassen zuordnen und die dann damit an die Home-Seite anpassen. Das geht aber auch ganz einfach. Wir gehen hier in unseren HTML-Editor, können uns dann hier im Grunde genommen die gesamte Sidebar rauskopieren, direkt in die News-Seite, auf der ich mich jetzt befinde, können wir die Sidebar rauslöschen und dann das hier reinkopieren wieder, also jetzt die angepasste Sidebar von der index.html, das können wir speichern und schon sehen wir ebenfalls auf unserer News-Seite hat sich die Sidebar jetzt perfekt angepasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch Orange und Black.